Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst erhaltet ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Wenn ihr betet, macht das nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer. Und wenn du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der verborgen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es also nicht wie sie. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auf diese Weise sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und erlass uns unsere Schulden, wie wir sie anderen erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.